Heaven Players vs. Alpine Junior High in der Go-Variante. Und hier haben wir ja Sneo her. Und hier haben wir einen Rang B bekommen. Das heißt, die waren schon stark. Und ich muss hier mal darauf achten, dass ich meinen Rang nicht kaputt mache. Ich hätte wahrscheinlich damals auch schon höher haben können. Weil ich ja dann spielen muss. Anders spielen muss. Hat anders spiele. Aber ich bin halt so fair und versuche das zu vermeiden, dass ja, dass ich meinen Rang selber hier in der Tour kaputt mache. So, ich würde mal sagen, ja, Sanford hält den nicht auf. Denn der Eisenfaust Sprint, der kommt. Den könnte ich eigentlich, kann ich ihn eigentlich jemandem geben? Frostwelle. Oh, sehr schön, ein Foul. So, kriegen wir jetzt langsam mal unser erstes Tor. Wer ist denn das denn hier? Jesus, nein, Sneo, nein. Du kommst hier hin und Sneo muss dahin. So, Sneo. Ah, guck mal. Berserker, den müssen wir auf jeden Fall holen. Das heißt, hier haben wir einiges zu holen. Eiskristallschild. Ich glaube, Berserker könnte sogar ein... Ja, ist auf jeden Fall ein Waldkampfgeist. Ich glaube, das war sogar auch einer, der den ich gerne haben möchte für unsere Gabi. Für Gabi, so. Für Gabrielle. Ich denke mal, das könnte gut zum passen. Ich weiß nicht, was für Fähigkeiten der jetzt hat. Einige Kampfgeister haben noch zusätzliche Fähigkeiten, wie, ja, der stärkt Erdspiele, der labt sich an männliche Spiele, habe ich gelesen, und der eine macht mehr Tempo. Das heißt, wenn ich jetzt Erzpegasus raushole, der macht noch zusätzlichen Tempo um 10% oder so, dass die halt schneller sind, unsere Leute, und so weiter und so fort. Es gibt halt sehr verschiedene, viele verschiedene Techniken. Die hat nicht jeder. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich glaube, nicht jeder Kampfgeist hat noch zusätzlich eine Fähigkeit. Was? Abseits? Warum? Da waren doch noch so viele. Why abseits? Why? Was? Was? Hä? Naja, gut. Der Schiri sagt abseits, dann ist es. Dann soll es auch abseits sein. Okay. Von mir aus. So, da haben wir schon mal das 2-0. Sehr nice. Weiter so. Ich traue mich eigentlich nicht, hier Szene reinzumachen. Aber wir nutzen jetzt erstmal den Kampfgeist von unserem Sneo. Und zwar Chion, oder wie man das Ding ausspricht. Fee des Frostes, Chion und Geist plus, das ist sehr geil. Und bei Days, da muss ich unbedingt das Duell Overdrive wegmachen. Ey, das kostet mir einfach zu viel TP. Das ist zwar interessant, die Fähigkeit. Das kann man auf so Sachen wirken. Oder ich baue den komplett um auf so niedrige, also die wirklich wenig kosten. Und die werden dadurch gestärkt.
Mal gucken. Ah, schade. Das hat nicht geklappt. Ah! Was ist denn hier los? Holt euch den Ball. Holt euch den Ball. Jetzt sind sie alle in Abseits, ne? Oh mein Gott. Illusion Ball. Eisblocklauf. Oh, faul. Sehr gut. Ja, wir leveln Katana Krieg erstmal. Das ist zumindest eine Wertung hat. Ich bin gerade unsicher, ob das jetzt Plus oder V-Rang war. Oh mein Gott, der hat gehalten? Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt nicht... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Aber jetzt ist es auch egal. Die nächsten drei Tore werden wir uns noch holen. Das sollte doch kein Problem sein. Frostwelle. Von mir aus. So, gucken wir mal, ob wir ihm den Ball klauen können. Leider nicht. Ja, Sanford, du... Ich glaube nicht, dass du den Ball holst. Nope. Aber du hast gute Chancen. Energienetz. Yes. Eitor macht das Ding an. Jetzt haben wir noch vier Spieler aus der normalen Rayman-Mannschaft. Und ich sage mal jetzt... Ja, ist okay. Ist okay, kann man jetzt machen. Wir haben zwar den Hauptspieler, aber ich bin ehrlich gesagt froh darum, dass wir jetzt hier meine Mannschaft fertig haben. Ich könnte jetzt noch andere Leute reinsetzen, die wir jetzt bekommen haben. Und vielleicht noch bekommen. Was zur Hölle? Was geht denn hier ab mit den Torhütern? WTF, Wirbelsprint. Was ist das denn? Wieso hält er denn nur so viel? Ja, da kann man sehen, Eiskristallschild ist echt nicht schlecht. So, wir wissen, dass sie jetzt Arktisblock benutzen, deswegen nehmen wir jetzt Flügelpfeile. Arktisblock will ich auch gerne haben. Ich hoffe mal, die droppen an. Arktisblock. Ich vermute mal. Wir brauchen mal eine... Eine neue... eine Abwehr auf jeden Fall. Was das angeht. Ich denke mal, dass... Alpine auf jeden Fall die Spezialtaktik auf jeden Fall droppt. Ist ja ihre. Und die können wir auch haben. So, ja, gucken wir mal. Frostwelle könnte vielleicht wieder Foul geben. Ja, nochmal Wirbelsprint. So, den Ball haben wir jetzt. Oh. Oh. Oh, oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Illusion Ball. Illusion Ball ist auf jeden Fall plus. Das wissen wir ja schon alle. Das hat sich nicht geändert tatsächlich. So. Meteorklinge werden wir ihnen höchstwahrscheinlich nicht beibringen. Also nicht mehr beibringen. Ich werde das hier alles eh nochmal umändern. Und Zähne werde ich dann mit der Klingel. Habe ich ja zu häufig bekommen gegen Genesis. Ich glaube, dreimal oder so. Wo ich mir denke, Alter, jetzt droppt doch eigentlich mit dieses blöde Cosmo-Armband, ey. Meine Güte, war das nervig. So, wir blocken mal ab. Bekommen nicht den Ball. Okay, dann gucken wir mal.
Ein Poplar, Windhaken. Sehr schön. Zack, 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 zack. Das ist halt die normale Form von, abseits. Die normale Form von, Samford. Ich bin mir ich glaube, die andere Form gibt es hier nicht. Die Redux-Version. So, wir müssen mal langsam mal das nächste Tor schießen. Deswegen, give me the ball. Kommen wir noch? Ja, okay. Und schießen drauf, damit wir jetzt endlich mal das 15-0 haben. Ja, der hat ja zwei. Er hat ja tatsächlich zwei Schüsse gehalten. Was mich sehr überrascht hat. Dann hätten wir sogar mit 14-0 schon geführt. Aber gut, wir haben es jetzt doch noch geschafft. War ein bisschen schwieriger, aber. Na ja, gut. Solange ich die 5-0 habe, ist mir der Rest eigentlich egal. Und der Schiri fasst noch nicht ab. Na. Ich muss mal gucken, wo noch so Feuertechniken sind. Frostwelle. Zack. Und jetzt fällt er ab. Genau so, wie ich es gedacht habe. Sehr schön. Dann haben wir schon mal den nächsten S-Rang. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kriege Arktis-Block. Das wäre echt nice. Das wäre echt nice. Komm schon, Arktis-Block. Den Schimmerschal, den brauche ich nicht mehr. Den habe ich ja bereits schon. Aber euren Arktis-Block hätte ich gerne. Nee, ich krieg leider nur Schuhe. So, und nochmal 4 Level drauf. Sehr schön. Und, ja, die ersten kommen so langsam auf 99. Das ist hier in diesem Spiel echt einfach zu bekommen. Im Gegensatz zu anderen, die kriegen hier unheimlich viele Erfahrungspunkte, was das angeht. Oder die brauchen wenig Erfahrungspunkte. Das ist echt sehr komisch. Aber gut, auf zur nächsten Mannschaft.